Danke. Ja. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Mein Bruder ist vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, 30 oder sowas, nach Berlin gezogen und er hat hier um die Ecke gewohnt. Und ich bin jetzt lange nicht mehr hier gewesen, finde aber, ihr habt eine tolle Schule. Der Innenhof gefällt mir sehr gut. Ihr habt einen Garten, ihr habt so Klettergerüste. Also ich finde, es sieht super aus. Ich habe auch im Internet geguckt, dass ihr macht ja ganz viele Sachen, Theater und dann gibt es einen Schulrap und so. Das sieht alles ganz toll aus. Ja, dann das, was ich mache im Fernsehen, werdet ihr nicht sehen. Meine Sendung läuft immer kurz vor Mitternacht. Da seid ihr hoffentlich alle schon lange im Bett und schlaft. Ja, oder? Du nicht? Okay, was machst denn du vor Mitternacht noch? Ich schlafe um 10. Um 10, ja. Aber das ist ja dann noch vor Mitternacht. Immerhin. Also meine Sendung fängt immer um 11 Uhr an und das ist wirklich richtig spät. Deswegen habt ihr mich wahrscheinlich in eurem Leben sowieso noch nie gesehen. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 7, der ist jetzt in der 2. Klasse. Mit dem habe ich gestern so ein bisschen die Märchen durchgegangen. Das sind englische Märchen, also auf Deutsch natürlich. Und das ist ein bisschen anders als das, was wir so lesen. Das haben wir am Anfang jedenfalls gedacht, wir beide. Und dann haben wir eins gefunden, wo wir das Gefühl hatten, Moment, das klingt aber irgendwie bekannt. Wer von euch liest denn eigentlich gerne Märchen oder kriegt sie zu Hause vorgelesen? Also richtig Märchen, Märchen, Märchen. Ja, das ist doch schon fast eine ganze Menge. Okay, dann lese ich euch das erste Märchen vor, das heißt Binsenkappe. Und ich bin gespannt, also die schon mal Märchen hier auch gelesen haben, ob es euch irgendwie bekannt vorkommt. Also es heißt Binsenkappe. Also da war einmal ein reicher Herr und er hatte 3 Töchter. Und er dachte, er wollte doch mal herausfinden, wie gern sie ihn hätten. Also sagte er zu der ersten, mein Herz, wie sehr liebst du mich? Nun, sagte sie, so sehr, wie ich mein Leben liebe. So ist es gut, sagte er. Dann sagte er zu der zweiten, und du, wie sehr liebst du mich, mein Herz? Nun, sagte sie, so sehr, wie mehr als die ganze Welt. Das ist gut, rief er. Und dann fragte er die dritte, und wie sehr liebst du mich, mein Herz? Nun, sagte sie, ich liebe dich so, wie frisches Fleisch das Salz liebt. Na, da war er sehr böse. Was? Du liebst mich überhaupt nicht. Und in meinem Haus sollst du nicht länger bleiben. Und er jagte sie auf der Stelle hinaus und schlug ihr die Tür vor der Nase zu. Also ging sie fort, weiter und weiter, bis sie an einen Sumpf kam. Und da sammelte sie eine Menge Binsen und machte daraus eine Art Umhang. Mit einer Kapuze, das sind so Fasern. So. Du weißt, was Binsen sind? So Flachs sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Flachs, Flachsfasern, also da konnte man, früher hat man daraus eben Kleidern gemacht, ist ein bisschen kratzig dann. Also sie sammelte eine Menge Binsen und machte daraus eine Art Umhang mit einer Kapuze, die sie von Kopf bis Fuß einhüllte und ihre feinen Kleider verbarg. Sie war ja schließlich die Tochter eines reichen Mannes. Dann ging sie weiter und weiter, bis sie zu einem großen Haus kam. Braucht ihr keine Magd? Fragte sie. Nein, wir brauchen keine Magd, sagten die. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, sagte sie wieder. Und ich verlange keinen Lohn und ich mache alle Arbeit von morgens bis abends. Na gut, sagten die Leute, wenn du gerne Töpfe wäscht und Tiegel auskratzt, dann kannst du bleiben. So blieb sie also da und sie wusch die Töpfe und sie kratzte die Tiegel aus und sie machte alle schmutzige Arbeit im Haus. Und weil sie ihren Namen nicht nannte, nannte man sie Binsenkappe. Eines Tages sollte in der Nähe ein großes Tanzfest sein. Und man ließ die Dienerschaft hingehen und den feinen Leuten zusehen. Binsenkappe sagte, ach, sie sei zu müde, um mitzugehen, also blieb sie zu Hause. Als sie aber gegangen waren, nahm sie ihre Binsenkappe ab, wusch sich und ging zu dem Tanz. Da war keine so fein gekleidet wie sie. Nun, da war ein anderer Mann, ein Sohn ihres Herrn, und was der tat nichts anderes, als sich in sie zu verlieben, sofort, in dem gleichen Augenblick, in dem er sie sah. Er wollte mit keiner anderen mehr tanzen. Aber noch ehe der Tanz aus war, trat sie heraus und lief fort, nach Hause. Und als die anderen Mägde zurückkamen, hatte sie ihre Binsenkappe an und tat so, als ob sie schlief. Am nächsten Morgen sagten sie zu ihr, du hast etwas Schönes verpasst, Binsenkappe. Na und, was war das?
Nun, die feinste Dame, die du je gesehen hast, sie war ganz prächtig und schön gekleidet. Und der junge Herr, der ließ sie gar nicht aus den Augen. Ach, das hätte ich gerne gesehen, sagte Binsenkappe. Nun, heute Abend soll noch mal ein Tanz sein. Vielleicht ist sie ja dann da. Kommst du diesmal mit? Als der Abend aber kam, sagte Binsenkappe, ach, sie sei zu müde, um mit ihnen rum dahin zu gehen. Aber als sie gegangen waren, da nahm sie ihre Binsenkappe wieder ab, wusch sich und ging fort zu dem Tanz. Der Sohn des Herrn hatte schon damit gerechnet, sie zu sehen, und er tanzte mit keiner anderen und ließ sie nicht aus den Augen. Aber noch ehe der Tanz vorüber war, schlüpfte sie davon und sie lief nach Hause. Und als die Mägde zurückkamen, hatte sie ihre Binsenkappe an und tat, als ob sie schliefe. Am nächsten Tag sagten sie wieder zu ihr, nun, Binsenkappe, du hättest da sein sollen und die Dame sehen. Die war wieder da, prächtig und schön, und der junge Herr ließ sie nicht aus den Augen. Ach, sagte Binsenkappe, das hätte ich doch gerne gesehen. Dann sagten die anderen, nun, es ist noch mal ein Tanz heute Abend und du musst diesmal wirklich unbedingt mitgehen, denn sie wird sicher wieder da sein. Als der Abend kam, sagte Binsenkappe, sie sei zu müde, um mitzugehen, und sie mochte tun, was sie wollten. Sie wollte lieber zu Hause bleiben. Als die Mägde gegangen waren, tat sie ihre Binsenkappe herunter. Sie wusch sich und ging fort zu dem Tanz. Der Sohn des Herrn war schrecklich froh, als er sie sah. Er tanzte mit keiner außer ihr und ließ sie nicht mehr aus den Augen. Als sie ihm nicht sagen wollte, wie sie heißt und woher sie kommt, gab er ihr einen Ring und sagte zu ihr, wenn er sie nicht wiedersehen könnte, dann würde er sterben. Noch ehe der Tanz aus war, schlüpfte sie davon und lief nach Hause. Und als die Mägde heimkamen, hatte sie die Binsenkappe an und tat so, als ob sie schlief. Am nächsten Tag sagten die Mägde zu ihr, da hast du's, Binsenkappe. Du bist zum letzten Abend nicht gekommen, jetzt wirst du die Dame nicht sehen, denn es gibt keinen Tanz mehr. Ach ja, ich hätte sie schrecklich gern gesehen, sagte Binsenkappe. Der Sohn des Herrn versuchte alles, um herauszufinden, wo die Dame hingegangen war. Aber wohin er auch ging und wen er auch fragte, nirgends erfuhr er etwas von ihr. Und aus Liebe zu ihr ging es ihm schlechter und schlechter, bis er im Bett bleiben musste. Bereite deine Hafersuppe für den jungen Herrn, sagen sie zur Köchin. Er wird noch sterben vor lauter Liebe zu dieser Dame. Die Köchin machte sich an die Arbeit, da kam Binsenkappe herein. Was machst du da? Fragte sie. Ich bereite eine Hafersuppe für den jungen Herrn, sagte die Köchin. Er wird noch sterben aus lauter Liebe zu dieser Dame. Lass mich sie bereiten, sagte Binsenkappe. Nun, die Köchin wollte zuerst nicht, aber schließlich sagte sie ja, und Binsenkappe bereitete die Hafersuppe. Als sie sie kochte, ließ sie heimlich den Ring hineinfallen, bevor die Köchin die Suppe hinauftrug. Der junge Mann, der trank, sah den Ring auf dem Boden. Schickt nach der Köchin, sagte er. Die kommt also herauf. Wer hat diese Hafersuppe gekocht? Ich war es, sagte die Köchin, denn sie hatte Angst. Und er sah sie an und sagte, nee, das warst du nicht. Sag mir, wer es war, es soll dir kein Leid geschehen. Nun, es war Binsenkappe, sagte sie. Dann schickt Binsenkappe her, sagte der junge Herr. Binsenkappe kam. Hast du die Hafersuppe gekocht, fragte er sie. Ja, ich war es, sagte sie. Woher hast du diesen Ring? Von dem, der ihn mir gab. Ja, aber wer bist du denn? Fragte der junge Mann. Ich will es dir zeigen. Und sie nahm ihre Binsenkappe herunter und da stand sie in ihren schönsten Kleidern. Der Sohn des Herrn wurde sehr schnell gesund und sie sollten in kurzer Zeit heiraten. Es sollte eine ganz große Hochzeit sein und von nah und fern wurde jedermann dazu gebeten. Auch Binsenkappes Vater wurde dazu gebeten, aber keinem sagte sie jemals, wer sie war. Vor der Hochzeit aber ging sie zu der Köchin und sagte, ich möchte, dass du alle Gerichte ohne ein Körnchen Salz bereitest. Das wird aber ganz scheußlich schmecken, sagte die Köchin. Das macht nichts, sagte Binsenkappe. Nun gut, sagte die Köchin. Der Hochzeitstag kam heran und sie heirateten. Und als sie verheiratet waren, setzte sich die ganze Gesellschaft zu den Speisen. Als sie anfingen, das Fleisch zu essen, war das so ohne Geschmack, dass man es gar nicht essen konnte. Binsenkappes Vater aber, der versuchte erst das eine Gericht und dann das andere. Dann brach er ein lautes Weinen aus. Was ist los? Sagte der Sohn des Herrn zu ihm.
Oh, sagte er, ich hatte eine Tochter und ich fragte sie, wie sehr sie mich liebte. Und sie sagte, so sehr wie frisches Fleisch das Salz liebt. Und ich schickte sie fort von meiner Tür, denn ich dachte, sie liebt mich nicht. Aber jetzt sehe ich, dass sie mich am meisten von allen geliebt hat. Und vielleicht ist sie nun tot und ich weiß es gar nicht. Nein, Vater, sie ist hier, sagte Binsenkappe. Und sie geht zu ihm hin, legt ihm die Arme um den Hals und so waren sie glücklich aller Zeit. Oh. Also wer von euch, ja, sag mal, welche Gedicht, welche... So ein bisschen wie Aschenputtel. Aschenputtel ist drin, aber noch was, oder? Da auch diese, ich kenne noch die böse Hexe, dieser Prinz rettet, dieser... Die böse Hexe. Die Mutter. Genau, da war noch ein anderes Gedicht, Märchen mit dem Salz. Weißt du das? Nein? Was wolltest du sagen? Schneewittchen. Schneewittchen, weil die weg ist von den Eltern. Aber auf jeden Fall Aschenputtel ist da drinnen, nur dass es eben keinen Schuh gibt, sondern eben einen Ring. Und wie war das Märchen mit dem Salz nochmal? Wo ist denn unsere Märchenfrau? Wer hat das mit dem das Mädchen, das dem Vater so liebt wie das Salz und er schickt sie weg, weil er sich denkt, das ist keine Liebe? Weiß das jemand? Also ich kenne die Geschichte, aber ich kenne sie halt nur auf Türkisch. Ach, das gibt sie auch auf Türkisch? Es gibt sie auch auf Türkisch. Und wie geht sie da? Es ist genau das Gleiche und am Ende ist halt auch, also dann, wie hat der, da gibt es halt einen König und der hat dann drei Töchter und der fragt sie halt immer, wie sehr sie ihn lieben. Und dann sagen die ersten beiden halt so wie Zucker und wie Honig und die dritte sagt dann halt eben wie Salz. Und der schickt sie weg, oder? Genau, und dann am Ende... Dann war es halt auch mit dem Heiraten so und dann haben die auch wirklich alles ohne Salz gebacken und alles und auch also ohne Salz gekocht. Und er war auch genauso sauer wie dieser Vater hier. Ich habe vergessen, wie das Märchen heißt, aber ich weiß, dass ist es König Drosselbart? Weiß das jemand? Nee? Das ist es nicht, ne? Ich muss es nochmal nachgucken. Ich habe nur gestern das gelesen und dachte, also man sieht Aschenputtel ist da drin und eben das andere Märchen mit dem Salz. Und das ist doch lustig, nicht? Also die Türkei, England und Deutschland, das sind alles alte Märchen und sie sind dann doch irgendwie ein bisschen ähnlich. Fand ich interessant, weil so weit voneinander entfernt wie England und die Türkei sind. Und in der Mitte liegen wir. Wollt ihr noch eins hören? Ja. Nein? Wer hat Nein gesagt? Ja. Du hast Nein gesagt? Oh, Moment. So, das ist die kluge Kate. Das ist ein bisschen grausam zwischendrin, ja? Tut mir leid. Es war einmal ein König und eine Königin. Der König hatte aus erster Ehe eine Tochter, Anne. Und die Königin eine namens Kate. Aber Anne war viel schöner als die Tochter der Königin und doch liebten die beiden Töchter einander sehr, so sehr wie wirkliche Schwestern. Aber die Königin war eifersüchtig darauf, dass die Tochter des Königs viel schöner war als ihre eigene. Und sie dachte darüber nach, wie sie ihre Schönheit verderben könnte. Sie beriet sich mit der Hühnerfrau und die sagte, sie möge das Mädchen am folgenden Morgen schicken, bevor sie etwas gegessen habe. Das sei ganz wichtig. Früh am folgenden Morgen sagte die Königin zu Anne, geh, liebes Kind, zur Hühnerfrau und bring mir einige Eier. Anne ging. Aber sie ging durch die Küche und da sah sie eine Brotkruste liegen. Sie nahm sie mit und knusperte unterwegs ein bisschen daran. Als sie zur Hühnerfrau kam, bat sie um die Eier, wie ihr geheißen ward. Und die Hühnerfrau sagte, hebe den Deckel von diesem Topf und schau hinein. Das Mädchen tat es, aber es passierte nichts. Geh nach Hause zu deiner Mutter und sag ihr, sie möge die Tür zur Speisekammer besser schließen, sagte die Hühnerfrau. Anne ging nach Hause, bestellte der Königin, was ihr die Hühnerfrau aufgetragen hatte. Daraus ersah die Königin, dass das Mädchen, bevor es zur Hühnerfrau kam, etwas gegessen haben musste. Sie gab also am folgenden Morgen Acht und schickte sie fort, ohne dass sie einen Bissen genossen hatte. Aber die Prinzessin sah unterwegs einige Landleute Erbsen abpflücken. Und da sie sehr freundlich war, sprach sie zu den Leuten und nahm eine Handvoll Erbsen und unterwegs aß sie die. Als sie zur Hühnerfrau kam, sagte diese, hebe den Deckel von jenem Topf und schau hinein. Wieder hob Anne den Deckel auf, aber es passierte wieder nichts. Da wurde die Hühnerfrau sehr böse und sagte, sag deiner Mutter, ohne Feuer siedet kein Topf.
Anne ging heim und sagte es der Königin, auch wenn sie überhaupt nicht wusste, was das sein sollte. Am folgenden Tag begleitete die Königin das Mädchen zur Hühnerfrau, damit sie nichts isst. Als Anne diesmal den Deckel also vom Topf abhob, da fiel ihr schöner Kopf hinein. Und stattdessen saß der Kopf eines Schafes auf ihren Schultern. Die Königin war sehr zufrieden und ging nach Hause. Ihre Tochter Kate aber nahm ein feines Leinentuch und hüllte den Kopf ihrer Schwester ein. Dann ergriff sie ihre Hand und sie gingen zusammen fort, um ihr Glück zu suchen. Sie wanderten weiter und immer weiter, bis sie zu einem Schloss kamen. Kate klopfte an und bat um ein Nachtlager für sich und eine kranke Schwester. Sie traten ein und sahen, dass sie sich in einem königlichen Schloss befanden. Der König hatte zwei Söhne, von denen der eine todkrank war. Keiner wusste, was ihm fehlte. Seltsam war, dass wer immer eine Nacht bei ihm wachte, für immer verschwand. So bot denn der König jedem, der bei ihm aufbleiben wollte, eine Metze Silber an. Eine Metze ist so, keine Ahnung, eine Handvoll. Das haben die Engländer, haben so komische Maße. Kate war ein sehr tapferes Mädchen und sie erbot sich also, bei ihm zu wachen. Bis Mitternacht ging alles gut. Als die Uhr 12 schlug, stand der kranke Prinz auf, kleidete sich an und schlüpfte die Treppe hinunter. Kate folgte ihm, aber er schien sie nicht zu bemerken. Er ging in den Stall, er sattelte sein Pferd, er rief seinen Jagdhund und sprang in den Sattel. Kate saß hinter ihm auf. So ritten die beiden durch den grünen Wald und Kate pflückte im Vorbeigehen Nüsse von den Bäumen und tat sie in ihre Schürze. Sie ritten immer weiter, bis sie zu einem grünen Hügel kamen. Da zog der Prinz die Zügel und sagte, tu dich auf, grüner Hügel. Lass den jungen Prinzen ein und sein Pferd und seinen Hund. Und Kate fügte hinzu, und das Mädchen hinter ihm. Sofort tat sich der grüne Hügel auf und sie gingen hinein. Der Prinz trat in eine hell beleuchtete, prächtige Halle. Da umringten ihn viele Elfen und sie führten ihn zum Tanze. Kate hatte sich unbemerkt hinter der Tür versteckt. Da sah sie, wie der Prinz tanzte und immer tanzte und tanzte, bis er nicht mehr konnte und auf ein Ruhebett niedersank. Dann fächelten ihm die Elfen Luft zu, bis er sich wieder erheben und weiter tanzen konnte. Endlich krähte der Hahn. Der Prinz beeilte sich, wieder aufzusitzen. Kate sprang hinter ihm aufs Pferd und sie ritten nach Hause. Als die Morgensonne aufstieg, fand man Kate beim Kaminfeuer sitzend, wo sie ihre Nüsse knackte. Sie sagte, der Prinz hätte eine gute Nacht gehabt. Sie würde aber nur dann auch die folgende Nacht bei ihm bleiben und aufbleiben wollen, damit sie dafür noch eine Metze Gold erhielte. Die zweite Nacht war wie die erste. Um Mitternacht erhob sich der Prinz. Er ritt zum grünen Hügel, zum Feenball. Kate begleitete ihn und pflückte Nüsse, als sie durch den Wald ritten. Diesmal bewachte sie den Prinz nicht, denn sie wusste, er würde tanzen und immerfort tanzen. Sie sah ein Elfenkind mit einem Stabe spielen und hörte, wie eine Elfe sagte, drei Schläge mit diesem Stabe würden Kates kranke Schwester ihrer Schönheit wiedergeben. Da rollte Kate die Nüsse zu dem Elfenkind hinüber. Und das tat sie so lange, bis das Kind zu den Nüssen hintorkelte und den Stab fallen ließ. Kate hob ihn auf, steckte ihn in ihre Schürze. Beim ersten Hahnenschrei ritten sie wie früher nach Hause. Und kaum waren sie im Schloss gekommen, so eilte sie zu Anne hinüber, berührte sie dreimal mit dem Stab und da fiel der hässliche Schafskopf ab. Und ihre Schwester war wieder die schöne, schöne alte Anne. Die dritte Nacht wollte Kate nur unter der Bedingung beim kranken Prinzen wachen, dass er sie danach heiraten sollte. Alles verlief wie in den beiden ersten Nächten. Diesmal spielte das Elfenkind mit einem Vogel und Kate hörte, wie eine der Elfen sagte, drei Bissen dieses Vogels würden den kranken Prinzen wieder gesund machen. So gesund, wie er einst war. Da rollte Kate alle Nüsse, die sie besaß, dem Elfenkind hinüber, bis es den Vogel fallen ließ. Auch diesen tat Kate in ihre Schürze. Beim ersten Hahnenschrei ritten sie wieder heim, aber dieses Mal knackte Kate keine Nüsse, sondern rupfte den Vogel und kochte ihn. Ein köstlicher Duft drang durch das Zimmer. Ach, sagte der Prinz, ich möchte so gerne ein Stückchen von diesem Vogel essen. Da gab ihm Kate einen Bissen und er stützte sich auf die Ellenbogen und dann rief er wieder,
wieder, ach, noch ein bisschen bitte von diesem leckeren Vogel. Da gab ihm Kate den dritten Bissen und er war gesund und stark und stand auf, kleidete sich an, setzte sich ans Kaminfeuer. Und als die Leute am nächsten Morgen eintraten, fanden sie Kate und den jungen Prinzen damit beschäftigt, Nüsse zu knacken. Inzwischen hatte sein Bruder Anne gesehen und hatte sich in sie verliebt, wie jeder, der ihr schönes, süßes Gesicht sah. So heiratete der kranke Königssohn die gesunde Schwester und der gesunde Sohn heiratete die kranke Schwester. Und sie lebten alle glücklich bis an ihr Ende. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Klang das nach etwas, was ihr schon mal gehört habt? In der Türkei vielleicht? Nein? Du? Erstmal du? Hm? Aber das. Ich weiß diese Gedicht in der Hebräisch. Du kennst das schon? Hast du schon mal gehört? Ja? Was? Auf Hebräisch. Auf Hebräisch gibt's das? Schau mal an. Das ist ja. Und weißt du, wie es da heißt? Nein. Und wie heißen die beiden Königstöchter? Weil hier heißen sie Anne und Kate. In die Gedichte in Hebräisch sagen nicht die Namen. Aber es ist auch. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das auch auf Hebräisch gibt. Nicht so schlecht. Noch jemand etwas, was ihm bekannt vorgekommen ist bei diesem Gedicht, bei diesem Märchen? Englische Märchen habe ich vorher nicht gekannt, muss ich sagen. Ich kannte immer nur die deutschen Märchen. Finde aber, dass die auch einen ganz eigenen Zauber haben. Und mit den Maßen, das habe ich nie gekonnt. Es gibt ja in England, glaube ich, kein Kilo, sondern Pfund, und es gibt keine Kilometer, sondern Meilen. Und dann haben wir noch, was ist statt Liter? Wissen Sie das? Sie sind Lehrer hier? Gallons? Gallonen, ne? Oder bei Getränken Pint. Das ist, wenn man Bier trinkt, oder? Genau. Alles klar. Waren Sie schon mal in England? Ja. Kurz, ja. So, eine haben wir noch. Entschuldigung? Ich komme auch in die Türkei. Du kommst auch in die Türkei? Ich komme nicht. Ich fliege mit meiner ganzen Familie zur Türkei. Immer im Sommer? Ja. Kenne ich einige, die es machen, ja. Jawohl. Ist auch schön im Sommer da. Ein bisschen heiß, oder? Ja. Ja. Von dort kann ich auch springen. Das ist auch gut. So, die letzte Geschichte heißt, ein junger Mann heiratet eine... Entschuldige? Ich will noch was sagen. Dieses Märchen gab es auch bei der Türkei. Dort die erzählen dieses Märchen aber auf Türkisch. Auf Türkisch? Aber ging das genauso aus dann? Und der Sohn heiratet, die beiden Söhne heiratet. Und da fällt auch der Kopf von der Königstochter in die Suppe und stattdessen kriegt sie einen Schafskopf? Das ist aber doch ziemlich brutal, oder? Nein? Ich hab das gestern gelesen und dachte, hups, das ist aber nicht so schön. Wo kennt ihr denn sonst noch Elfen her? Geschichten mit Elfen? Ha? Nee? Was wolltest du sagen? Hm? Elfengeschichten? Nein, normalen Elfen. Ja. Nee. Kennst du Geschichten mit Elfen? Ha? Cinderella? Ja, Cinderella hat Elfen, oder? Richtig, ja. Sonst jemand noch eine Elfengeschichte, die ihm gut gefällt? Es gab neulich einen Film im Kino über die böse dritte Fee bei Maleficent. Also ich kenne noch, also es ist ein bisschen eine Geschichte und ein bisschen ein Buch über Elfen. Schön. Sehen immer so schön aus, ne? Naja, die Elfen sind in der Geschichte halt dick und rund, aber nett. Dick und rund und. Die Feen sind halt gemein, aber hübsch. Mal schauen, wie die Feen in dieser Geschichte sind. Eine Geschichte noch und dann machen wir weiter mit den Fragen. Ein junger Mann heiratete eine Feenfrau. Es war einmal ein Schäferjunge. Der war hinauf ins Gebirge gegangen. An diesem Tag, wie an den Tagen davor und danach, war es außergewöhnlich neblig. Obgleich er sich eigentlich in der Gegend ganz gut auskannte, kam er vom Weg ab und irrte mehr als eine Stunde im Kreis umher.
Endlich kam er zu einem Gebüsch, zu einem mit Gebüsch bewachsenen Senke und sah dort zahlreiche Kreise. Er erkannte den Ort gleich wieder und war auf das Schlimmste gefasst. Von vielen Kollegen hatte er erzählen können, hören, was geschieht, wenn einer der Tanzplätzen oder den Kreisen der Feenfamilien zu nahe kommt. Also ging er hastig fort. Aber obwohl er sich so abhetzte, dass er in Schweiß geriet und keuchte, kam er nicht von der Stelle. Endlich traf er einen kleinen, fetten, alten Mann mit lustigen, blauen Augen, der ihn fragte, womit er sich denn eigentlich so abmühe. Der junge Schäfer antwortete, er versuche, den Heimweg zu finden. Oh, sagte der Mann, komm mir nach, aber sprich nicht ein Wort, bis ich es dir befehle. Der junge Mann ging mit ihm hinterher. Sie kamen zu einem ovalen Stein, der der kleine, fette, alte Mann hochhob, nachdem er dreimal mit seinem Spazierstock auf dessen Mitte geklopft hatte. Da tat sich der Eingang zu einem engen Tal auf. Treppen waren zu sehen und eine Art weißes Licht, das zu blau und grau hinspielte. Es schien von den Steinen auszustrahlen. Hab keine Furcht und folge mir, sagte der fette Mann. Es wird dir nichts Böses geschehen. Also ging der Junge mit, aber doch so zögernd wie ein Hund, der gehängt werden soll. Plötzlich lag ein bewaldetes, fruchtbares Land vor ihnen. Schöne Häuser standen da, Flüsse schlängelten sich durch die Ebenen und auf den Hügeln wuchsen saftiges Gras. Unterdessen hatten sie auch das Haus des Mannes erreicht und der Junge war ganz benommen von den süßen Liedern, die die Vögel dort sangen. Und Gold und Silber stachen ihm in die Augen. Er sah die verschiedensten Musikinstrumente und eine Vielzahl von Spielsachen, die alle dort lagen, und aber keiner mit ihnen spielte. Er konnte keine Leute sehen. Als er sich zum Essen setzte, kamen die Tische und Stühle, die Teller und Gläser von alleine durch die Luft geflogen. Und wenn man sie nicht mehr brauchte, dann verschwanden sie wieder. Das erstaunte ihn über alle Maßen. Auch hörte er um sich die Leute miteinander reden. Aber er konnte keinen einzigen von ihnen sehen. Er sah nur seinen alten Freund. Schließlich sagte der dicke Mann zu ihm, jetzt kannst du hingehen, wo immer du hin möchtest. Ups, keine Pause. Jetzt kannst du hingehen, wo immer du hin möchtest. Du kannst jetzt auch wieder den Mund auftun, du brauchst nicht länger zu schweigen. Aber als der junge Mann etwas sagen wollte, schien seine Zunge wie ein Klumpen Eis zu sein. Da bekam er Angst. Doch eben da trat eine freundliche alte Frau ein, der Gesundheit und Wohlwollen ins Gesicht geschrieben standen. Sie lächelte den Schäfer an. Der Mutter folgten ihre drei Töchter, die bemerkenswert schön waren. Sie sahen ihn herausfordernd an und begannen schließlich auch zu reden. Aber seine Zunge blieb wie erfroren. Da kam eines der Mädchen zu ihm heran, fuhr ihn mit den Fingern durch sein gelbes, krauses Haar und gab ihm einen Kuss auf die Lippen. Gleich konnte er seine Zunge wieder bewegen. Da war er dann wie verzaubert von diesem Kuss und er blieb ein Jahr und einen Tag und wusste nicht, dass mehr Zeit vergangen war als ein Tag. Denn er befand sich in einem Land, in dem die Zeit nicht zählt. Nach und nach überkam ihn aber doch so etwas wie Sehnsucht nach seinem alten Haus und seiner Heimat. Und er fragte den dicken Mann, ob er nicht noch einmal dahin zurückkommen dürfe. Bleib doch noch etwas, antwortete der. Dann kannst du für eine Weile gehen. Er blieb also. Und dafür gab es noch einen anderen Grund. Olwen, das junge Mädchen, das ihn geküsst hatte, wurde immer ganz traurig, wenn er davon sprach, fortzugehen. Und auch ihn überkam ein kalter Schauer, wenn er daran dachte, dass er sie verlassen sollte. Unter der Bedingung, wiederzukommen, erhielt er aber Urlaub und man gab ihm Gold und Silber in Hülle und Fülle mit. Als er nun heimkam, wusste keiner mehr, wer er war. Man hatte angenommen, er sei von einem anderen Schäfer umgebracht worden, der darauf nach Amerika ausgewandert war, weil er sonst gehängt worden wäre. Aber plötzlich war nun dieser Einjon Lars wieder da, Einjon Lars. Und was die Leute am meisten erstaunte, der arme Schäferjunge sah aus wie ein reicher Mann. Seine Umgangsformen, sein Anzug, seine Redeweise und das viele, viele Geld, das er besaß, gaben einem die Vorstellung, man habe einen Gentleman vor sich. Er kam zurück am ersten Donnerstagabend dieses Monats und war ebenso plötzlich wieder verschwunden. Niemand wusste, wohin. Da herrschte große Freude in dem unterirdischen Land, als Einjon Lars wieder zurückkehrte
und niemand freute sich mehr als Olwen, seine Geliebte. Die beiden waren jetzt sehr ungeduldig, endlich heiraten zu können. Aber das musste in aller Stille geschehen, denn die Familie des Mädchens wollte in dieser Sache kein Aufsehen. Halb im Geheimen wurden sie also zusammengegeben. Natürlich wollte Einion Lars mit seiner jungen Frau zusammen nun seine Heimat besuchen. Nachdem er bei dem alten Mann lange um Urlaub hätte betten müssen, brachte seine junge Frau und er brachen sie auf zwei Ponys. Im Menschenland aber war man der Meinung, dass Einions Frau die hübscheste Frau sei, die man je zu Gesicht bekommen habe. Daheim wurde ihnen ein Sohn geboren, dem sie den Namen Taliesin gaben. Einion stand nun in hohem Ansehen und auch seine Frau war wohlgelitten. Ihr Reichtum war riesig und bald kauften sie sich einen großen Besitz. Aber wie das so geht, die Leute sind neugierig und also forschten sie nach der Verwandtschaft von Einions Frau. Zu dieser Zeit legte man großen Wert auf das Herkommen der Menschen. Einion wurde danach gefragt, gab ausweichende Antworten und einer kam zu dem Schluss, sie müsse aus einer Feenfamilie stammen. Gewiss, antwortete Einion, daran kann kein Zweifel sein, dass sie aus einer Familie kommt, in der die Leute schön wie Feen sind. Ihre Schwestern waren so schön und wenn man sie so zusammen sah, war man davon überzeugt, dass schön ihr Familienname gewesen sei. Und hier erfährt man den Grund, weshalb eine bemerkenswerte Familie im Land von Anmut und Fantasie schöne Familie genannt wird. Ende der Geschichte. Eine lustige Feengeschichte. Das haben wir, glaube ich, gar nicht. Also Feengeschichten in Deutschland kann ich mich nicht erinnern. Wir haben auch, glaube ich, keine Kobolde. Haben wir Kobolde in Deutschland? Weiß jemand eine Koboldsgeschichte? Was? Kobolde? Nein, ne? In England gibt es ganz viele von diesen Geschichten von Feen, Kobolden und die Landschaft da sieht auch so aus, als ob da sind so Steine mit Moos bewachsen und dann weiß man nie, ob da nicht ein Kobold ist. Jetzt kommt das Mikrofon zum Einsatz. Jetzt könnt ihr Fragen stellen. Nimmst du das Mikrofon? Einmal weitergeben? Ja, mach. Trotzdem kannst du auch ins Mikrofon. Die Schneekönigin. Und woher kommt das Märchen? Ist es ein deutsches Märchen, glaubst du? Ich denke schon, dass es ein deutsches Märchen ist. Aber die Schneekönigin, da kommt ja auch ein Kobold drin vor. Da kommt auch ein Kobold. Ich wüsste gar nicht, ob das ein deutsches Märchen ist. Es gibt eine Frau hier in Berlin, die kennt alle Märchen der ganzen Welt. Ja, die solltet ihr mal sehen. Die weiß alles. Die wüsste wahrscheinlich, ob das aus Deutschland kommt oder vielleicht doch auch aus England. Aber manchmal kann man das gar nicht so sagen, weil die Erzählungen sind so gewandert, wie die Menschen gewandert sind früher. Und dann hat man sich irgendwie immer so Stückchen zusammengebaut und dann sind neue Märchen entstanden. Mochtest du die Schneekönigin? Ja. So auch traurig, oder? Theaterstück. Oh, okay. Ihr auch? Wart ihr alle in demselben Theaterstück? Ja, bei ihr zum Geburtstag. Oh, super. Das ist ja nicht schlecht. So, ich wäre jetzt mit meinen Märchen soweit, glaube ich, durch. Wenn ihr Lust habt, noch etwas zu fragen, wäre das jetzt der Augenblick, würde ich sagen. Oder? Warte, du kriegst ein Mikrofon. Du willst nichts fragen, was willst du sagen? Ich will sagen, dass wir Once Upon a Time kennen. Once Upon a Time, das ist? In Super RTL. In Super RTL? Ist das eine Serie von Comic oder was ist das? Zeichentrick? Nein? So, das sind so Magier. Und ist das gut? Ja, schön. Okay, muss ich mal gucken. Habe ich noch nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Du? Das ist so wie Alice im Wunderland. Ah. Und das ist eine Serie aber, nicht eines Märchen, sondern das geht immer weiter? Also mit verschiedenen Folgen? So fast, also das ist aber ein bisschen anders. Okay. So, jetzt braucht ihr das Mikrofon oder könnt ihr angeln? Ich glaube, das ist leichter zu angeln. Ja? So, also wir fangen da hinten einmal an. In welcher Sendung spielen Sie? Ich spiele nicht in einer Sendung. Ich habe eine Sendung, das nennt man eine Talkshow. Da sitzen immer Menschen zusammen und reden über eine Sache. Manchmal streiten sie ganz heftig und manchmal erzählen sie. Und das mache ich jede Woche im Ersten in der ARD. Das ist so. Ich bin Journalistin und eben, wenn ich Schauspielerin wäre, würde ich spielen. So aber bin ich Journalistin. Lesen Sie öfters was vor in Schulen? Ich lese regelmäßig bei den Märchentagen vor. Aber sonst lese ich nur zu Hause meinem Sohn vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Tatsächlich. Wer möchte? Hier vorne? In Rot?
Ihr wolltet sagen, wie ihr heißt. Das war versprochen. Wie heißt du? Emma. Emma. Ich wollte sagen, mein Vater hat sie gestern im Fernsehen gesehen. Ehrlich wahr? Heute bin ich noch mal im Fernsehen, da darf ich aber raten. Es gibt doch so eine Sendung, wo man so eine Quiz-Sendung. Und die heißt Wer wird Millionär? Oh, ah, ja. Ja. Yeah. Da bin ich heute Abend und darf ein bisschen gucken, wie viel ich weiß. Und kann ganz viel Geld gewinnen für Kinder. Ja. Dann müssen wir die Daumen drücken, ja? RTL, das ist auf RTL und heißt Wer wird Millionär? Könnt ihr mal gucken. So, noch eine Frage, wie heißt du? Ich heiße Nisa. Nisa? Und welche Themen haben Sie eigentlich ganz oft in Ihrem Kanal? Es ist ganz, ganz viel, ganz unterschiedlich. Also diese Woche haben wir zum Beispiel in der Sendung über Drogen gesprochen. Also was über Drogen, also welche Drogen am gefährlichsten sind. Letzte Woche haben wir, eigentlich ist es sehr unterschiedlich. Wir haben eine Sendung gehabt, da ging es um Menschen, die alte Menschen, die, also es wird nächste Woche dann sein, alte Menschen, die ihr Gedächtnis verlieren, also die dement werden. Wir haben gesprochen über die Kriege, die es in dieser Welt gibt gerade. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben gesprochen über Menschen, die in einer Sekte sind, also in einer kleinen Gruppe von seltsamen Leuten, die an komische Dinge glauben, also einen komischen Glauben haben, in Religionsgemeinschaften sind. Also es ist jede Woche ein anderes Thema. Das macht den Beruf auch immer so spannend, weil man immer über was Neues reden kann. Wir haben auch schon über Schule gesprochen und ob Schule gut organisiert ist, ob es genug Geld gibt für Schulen. Gibt's ja nie. Wer? Hier vorne, wie heißt du? Ich heiße Mohamed Ali und ich wollte sagen, heute welchen Kanal? RTL. Nicht RTL 2, heute RTL. Um 7:45, glaube ich. Aber sonst bin ich nicht in RTL, sondern in der ARD. Aha. Noch eine Frage? Wer hat noch eine? Bitte? Mikrofon. Seit wann sind Sie schon Journalistin? Ich bin Journalistin, seitdem ich die Schule verlassen habe. Also ich habe Abitur gemacht und dann war ich 18. Und dann habe ich angefangen im Radio und habe dort erst einmal Musik aufgelegt und habe Interviews gemacht. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Journalistin. Und seitdem arbeite ich als Journalistin. Also es sind jetzt bald 30 Jahre. Schon sehr, sehr lange. Sehr, 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 sehr lange. Du? Ich heiße Josefine und mögen Sie Ihren Job? Ja, sehr. Sehr. Ich liebe meinen Beruf, weil es mir die Möglichkeit gibt, immer wieder ganz viele neue Leute kennenzulernen. Es gibt mir die Möglichkeit, auch berühmte Leute kennenzulernen. Es gibt mir die Möglichkeit, zu reisen. Ich habe mich noch nie gelangweilt, seitdem ich diesen Beruf habe. Man kann immer was lernen dazu, das ist auch schön. Du, nochmal? Emma? Emma, ne? Kriegen wir ein Autogramm? Ja, ich hab meine Autogrammkarten vergessen, aber sie kommen vielleicht noch. Mal schauen. Ich hoffe ja. Da hinten noch zwei Fragen? Du musst ein Mikrofon nehmen. Wie heißt du? Silas, und ich wollte fragen, wie heißt die Talkshow? Die Talkshow heißt wie ich, also mein Nachname ist Maischberger und die Talkshow heißt Menschen bei Maischberger. Ja, manchmal auch Tiere. Nein. Noch eine Frage? Wolltest du noch was wissen? Wer möchte das Mikrofon dann nach vorne geben? Und einmal auf die linke Seite dann auch. Du hast noch eine? Machen Sie, also ich habe gehört, dass Sie sich auch für Kinder und Jugendliche stark machen. Ja, das stimmt. Ich habe einen Verein in Berlin und der ist dann, wir machen an Schulen, gerade an Schulen in viel in Neukölln, ein bisschen in Kreuzberg, finanzieren wir Musikunterricht, wo es keinen gibt zum Beispiel. Wir machen eine Rap-Klasse. Also wir haben mit Kindern, machen wir richtig professionelle Rap-Songs. Wir machen Tanz und wir haben aber auch eine Medienklasse. Das heißt also immer so Gruppen von Schülern kriegen eine Kamera in die Hand gedrückt und können auf die Straße gehen und Filme machen. Und dann machen wir mit denen die Filme, schneiden sie und am Ende des Schuljahres gibt es dann immer eine ganz große Präsentation und dann werden die Filme gezeigt, ganz unterschiedliche Sachen. Das machen wir jetzt schon seit 5 Jahren und mit etwa 500 Schülern jedes Jahr. Ganz schön viel, ja. Da drüben noch eine Frage? Ich heiße Hasna und in wie vielen Schulen haben Sie schon Märchen vorgelesen? Oh, das weiß ich gar nicht.
Vielleicht 10, also in den letzten Jahren immer wieder mal oder so. Ja, ich schätze mal so 10 Schulen. Hinter dir ist noch ein junger Mann. Wie heißt du? Ich heiße Noam. Noam. Und ich wollte fragen, was war für dich das interessanteste Thema? Oh, das interessanteste Thema? Ganz schwierig, weil es immer so viele interessante Themen gibt. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Mann, der saß im Weltraum auf der Raumstation. Das war spannend. Das hat zum Beispiel viel Spaß gemacht, weil es immer so lange gedauert hat, bis der meine Fragen gehört hat. Der war so weit weg da oben und immer habe ich eine Frage gestellt. Es hat 2 Minuten gedauert, bis sie angekommen war. Und dann hat es wieder 2 Minuten gedauert, bis ich seine Antwort gehört hatte. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Dann habe ich mal den amerikanischen Präsidenten interviewt. Das fand ich auch spannend. Und Bushido. Oh. Was? Ja, ich wusste, das kommt dir immer super an. Wer mag Bushido? Oh, okay. Wer mag ihn nicht? Okay, also halbe. Klar. Du hast eine Frage. Also ich heiße Belinda und ich wollte fragen, wo euer Verein ist. Also ich habe eine kleine Firma, wo die Kollegen und ich sitzen und arbeiten. Das ist bei uns oben in der Kastanienallee und da hat der Verein auch seinen Sitz. Aber meistens ist es so, dass also da sitzen nur wir, die denken uns das aus, aber die Arbeit ist an den Schulen. Also zum Beispiel hier in Neukölln gibt es eine Förderschule, die Adolf-Reichwein-Schule, da sind wir sehr viel. Also wir sind immer da, wo die Schulen dann sind und sitzen aber da zusammen. Und wenn ich möchte, dann könnte ich eigentlich auch da hingehen und da zum Beispiel rappen oder sowas, ne? Also ja, dann müssten wir mit der Schule zusammenarbeiten. Also wir machen das nicht mit einzelnen Kindern, sondern wir machen das immer dann tatsächlich für eine ganze Klasse. Das hat auch einen Grund, weil das sind also die Schulen, an die wir gehen, die haben nicht so wie ihr hier zum Beispiel die Möglichkeit, eine Theater-AG zu haben oder eben diese vielen Projekte, die ihr macht, die haben das einfach nicht. Und deswegen gehen wir dahin, wo es eben gerade diese Angebote nicht gibt. Aber du kannst dir das mal auf der Internetseite angucken. Der Verein heißt Vincentino, schreibt sich mit V-I-N-C-E, also wie der Vorname Vincent, vielleicht kennt ihr den. Und dann Vincentino e.V. findet man im Internet und dann kann man immer sehen, was wir gemacht haben, auch die Raps dann von den Schülern. Sehr hübsch. Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Hier. Wo ist euer Studio? Wie bitte? Wie heißt du? Und ich wollte fragen, wie alt sie sind. Also. Was glaubst du? 36. Oh, toll. 40, 36. Nein, ich bin 48. 48 Jahre alt. Schrecklich. Ein Jahr älter als mein Vater. Ich bin ein Jahr älter als dein Vater? Super. 48. Und mein Studio, ich habe auch ein Studio, das wollte ich dir noch sagen. Wie heißt die junge Dame? Wie heißt sie denn? Wir haben ein Studio, also das Fernsehstudio ist in Köln, für das ich arbeite. Also ich muss immer, wenn ich arbeiten gehe fürs Fernsehen, fliege ich meistens nach Köln. Da ist das Studio. Wer hat das Mikrofon? Wer möchte es? Da. Fanden Sie es aufregend, als Sie das erste Mal im Fernseher vorkamen? Jaha. Also das erste Mal, als ich angefangen, ich habe im Radio gearbeitet, da ist es leichter, da hast du nur ein Mikrofon und keiner sieht dich und du sprichst zwar und du weißt, du hast, da sitzen Menschen, die dich hören, aber man ist so ein bisschen für sich, aber Fernsehen ist so. Erstmal habe ich einen Test gemacht, da saß ich eben so wie jetzt hier und vor mir waren 2 Kameras und lauter Scheinwerfer und ich konnte gar nichts sehen. Im Fernsehen machen die immer ganz viel Licht. Und dann habe ich einen Test sprechen müssen in die Kamera und ich wusste gar nicht, wo die Kamera ist. Ich habe sie gar nicht gefunden, weil es so hell war und habe mich nicht so besonders gut dabei angestellt. Und beim zweiten Test war das dann besser, aber die Aufregung war am Anfang immer da, klar. Aber heute ist es so, dass ich so häufig das gemacht habe, dass ich eigentlich kaum mehr Lampenfieber habe auf den Bühnen. Man kann sich dran gewöhnen, das geht ganz gut. Wer hatte noch keine Frage? Du möchtest noch eine stellen? Haben Sie auch geguckt, Kika? Ja, jeden Tag. Nee, Kika gucke ich manchmal mit meinem Sohn zusammen, ja. Du hattest noch keine Frage? Ich wollte fragen. Wie heißt du?
Ich heiße Ömer und ich wollte Sie fragen, was machen Sie, wenn Ihr Zuhause langweilig ist? Was mache ich mit mir zu Hause? Mir ist schon so lange nicht langweilig gewesen, dass ich das nicht mehr weiß. Ich kann mich daran erinnern, als ich so alt war wie ihr, da hatte ich da ab und zu noch Langeweile. Das habe ich irgendwie, ist mir nicht mehr langweilig. Es gibt immer irgendwas zu tun. Also ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich lese gerne, ich mache gerne Sport, im Winter gehe ich gerne Skifahren. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich spiele mit meinem Sohn. Ich gucke auch manchmal fern und höre Musik. So etwa in der Art. Du hast eine Frage daneben? Ich heiße Adrian und ich wollte fragen, welche Lieblingsserie gucken Sie denn? Ich gucke gar keine Serie, weil das muss man irgendwie dann immer machen. Und ich bin nie da, wenn dann die Fortsetzung ist. Also lieber gucke ich Filme. Also einen Film, der anfängt und aufhört, weil dann weiß ich, dann habe ich den gesehen. Und bei einer Serie muss ich immer wieder das nächste Mal einschalten, um zu wissen, wie es weitergeht. Und deswegen gucke ich irgendwie keine Serien, weil ich nicht dann zu Hause bin vielleicht, wenn sie weitergeht. Also Serien gucke ich nicht so viel. Aber ich gehe ganz gerne ins Kino auch. Hier noch eine, zwei, ihr beiden. Und dann gehen wir es nochmal einmal hinten rum. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Gute Frage. Keine Ahnung. Ich glaube Rot. Ich glaube Rot. Rot ist irgendwie das, was am meisten meine Lieblingsfarbe ist. Welche Musik mögen Sie am meisten? Welche Musik mag ich am meisten? Ich höre ganz viel, also ich höre gerne auch klassische Musik, also alte Musik und gestern habe ich, als ich geflogen bin, habe auf meinem Kopfhörer Mojiba gehört, also so ein bisschen Ambient, ab und zu, ja eigentlich eher Rockmusik, wenn man das so nennen kann. Es ist irgendwie, heißt das heute irgendwie alles anders. Einmal nach hinten geben, genau. Ich wollte fragen, wenn ihr jetzt zum Beispiel was dreht oder sowas, kommt es dann erst später ins Fernsehen oder ist es dann wirklich so live sozusagen? Das ist unterschiedlich. Also ich mache zweierlei Sachen. Die Talkshow zum Beispiel ist live oder live on tape, wie wir das nennen. Also entweder machen wir sie in dem Moment, wo sie genau dann ausgestrahlt wird. Manchmal zeichnen wir sie eine Stunde oder zwei Stunden früher auf, weil es so spät abends ist und manchmal die Leute dann nicht kommen wollen. Aber dann ist es so wie durchgängig. Und dann machen wir noch in meiner Firma Dokumentarfilme. Also wir begleiten zum Beispiel mit der Kamera jemanden über mehrere Monate. Und das ist dann so, dass man das Material mit ins Studio nimmt oder eben in den Schneideraum. Und dann schneidet man das ganz lange und baut einen Film. Also das sind die. Und dann kann es sehr, sehr lange dauern. Also dann kann es sein, dass 3 Jahre vergehen, bis man das, was man einmal aufgenommen hat, tatsächlich dann auch senden kann. Also es ist ganz unterschiedlich. Daneben? Ja, deine? Wenn Sie. Wie heißt du? Alea, ich heiße Alea. Wenn Sie auf dem Fernseher sind, wenn Sie reden, ja. Sehen Sie sich dann auch? Also ist da dann Fernseher vor Ihnen? Oder? Nein, wie schrecklich. Nein, ich sehe, wenn ich rede, sehe ich eine Kamera. Es gibt Kameras, die da haben davor so eine Texttafel, dann kann man so lesen. Das mache ich aber nicht. Also meistens rede ich frei. Und das heißt also, wenn ich quasi aus dem Fernseher rausgucke, gucke ich einfach nur in so eine Kamera. So, genau. Und gucke dann da so rein und merke mir immer, dass ich etwa unten an den Bildrand gucke, damit ich nicht schiele. Und stelle mir da vor, dass auf der anderen Seite von der Kamera irgendwo jemand sitzt und das sieht in dem Moment. Aber wenn ich mich selber sehen würde, fände ich das sehr irritierend. Ich will ja nicht in einen Spiegel sprechen. Ich heiße Marlene. Marlene. Und mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen, das in einer Fernsehshow zu moderieren? Mit 21 oder 20, ja, sowas. Und haben Sie schon mal in einem Film mitgespielt? Nee, ich kann nicht spielen. Nein, ich bin keine Schauspielerin, also das ist wirklich ein Unterschied. So, da waren noch zwei Jungs, die sich sehr lange gemeldet haben, die beiden da noch. Vielleicht nehmen wir die noch dazu, die haben auch noch nichts gesagt. Der da hinten jedenfalls noch nicht. Keine Fragen mehr zu Bushido, ja? Ich heiße Gökhan und ich wollte fragen, wer ist dein Lieblingsstar? Mein Lieblingsstar? Das wechselt.
Wer ist im Moment mein Lieblingsstar? Schauspieler oder Sänger oder kann das auch ein Schauspieler sein? Also ich finde George Clooney ganz gut. Ich mochte Brad Pitt ganz gern. Ich habe ich habe neulich die Fantastischen Vier auftreten sehen, die fand ich wieder mal ganz gut. Die sind so alt wie ich, das klappt ganz gut. Also es wechselt irgendwie. Ich habe nicht einen, den ich am meisten mag. Ich heiße Sedef und ich wollte fragen, habt ihr eine schöne Stimme? Wie bitte? Habt ihr eine schöne Stimme? Ob ich eine schöne Stimme habe? Also ich habe eine Stimme, die einigermaßen laut ist, was wichtig ist in meinem Beruf. Wenn ich singe, klingt es schrecklich. Deswegen singe ich auch nicht. So, hier noch eine. Wie viel Geld verdienen Sie im Monat? Oh. Okay, wie viel Geld verdiene ich im Monat? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich verdiene manchmal in einem Monat sehr viel Geld und manchmal, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich gar kein Geld. Also ich verdiene immer genau dann Geld, wenn ich arbeite. Also ich habe keine feste Anstellung, wo du jeden Monat eben eine bestimmte Summe überwiesen bekommst, sondern ich verdiene mal so, mal so. Ich habe auch mal Jahre gehabt, da habe ich nicht fürs Fernsehen gearbeitet, da habe ich weniger verdient. Im Fernsehen verdiene ich im Moment sehr viel, also auf jeden Fall sind das ein paar tausend Euro. Ja, das ist im Moment verdiene ich sehr viel Geld, aber ich weiß zum Beispiel nicht, nächstes Jahr habe ich noch einen Vertrag, aber das Jahr darauf zum Beispiel nicht. Da muss man dann wieder gucken, was man macht. Also das ist so wechselhaft. Im Moment geht es mir ganz gut. Eine letzte Frage. Wer möchte die stellen? Ich heiße Yusuf. Was ist euer Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Das werdet ihr nicht kennen, das ist ein Schnabeltier. Oh, ihr kennt das alle. Das ist ja sensationell. Es gibt es auch nur in Australien. Also ich finde, das Schnabeltier ist einfach, hat so viele, das sieht aus wie vier Tiere auf einmal und ist sehr süß. Das ist so mein Lieblingstier. Ha? Eins und zwei. So, das war die letzte Frage. Oh, okay. Ich hätte so gerne noch was von euch gewusst, aber... War es die letzte Frage? Sind irgendwelche Autogrammkarten angekommen? Nein. Aber wir haben ja auch noch Autogrammkarten so. Mit einem sehr schönen Kater. Ja, ich habe hier, genau. Die hier. Erstmal möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Vielen Dank an euch, dass ihr hier wart. Dass Sie einen straffen Terminplaner haben. Ah, ist okay. Von Märchenland, etwas für die Seele, für Sie. Oh, was ist das? Ein Buch. Märchen? Ein Märchenbuch. Sehr sogar. Schön. Für Kinder oder für Erwachsene? Für Erwachsene. Dankeschön. Ich habe auch ein Märchen. Das ist aber sehr süß. Herzlichen Dank und das wären, im Namen aller drei Klassen. Vielen, vielen, vielen Dank. Das sind ganz tolle Blumen. Oh nee, ihr seid süß. Dankeschön, ihr seid sehr, sehr süß. Danke. Danke, danke, danke.